gibt. Ich sollte noch nach Wagenknecht fragen. Bleib aufrecht, das ist nicht schlecht. Ja, ey, gerne, gerne. Man kann nie genug Deutschlandflaggen haben. Und Kommunistenflaggen wahrscheinlich auch. Ja. Und zwar von meinem Lohn habe ich immer 100 Mark der DDR gespendet für Solidarität. Für den Frieden. Für den, ja, damit kann man jeden abholen. Aber. Ja, aber ich muss mir noch die Meinung von der kommunistischen Seite einfangen. Darf ich Sie noch kurz? Sie haben eine wunderschöne Stimme, soll ich Ihnen sagen, aus dem Chat. Ja, mein Lieber, ist doch klar, wir sind doch Friedensfreunde, ne? Und in der Art der Stimme, in der Ansprache merkt man dann auch, ob einer für den Frieden ist oder aggressiv. Und du hast ja genügend Regenschirme gesehen, die also... Reicht für ein Leben. Ja, reicht für ein Leben. Ja. Aber worauf ich hinaus wollte eigentlich, und zwar mich interessiert, die sind ja ein Kommunist, die Seite, wie denkt ein Kommunist über das Attentat, was in Amerika passiert ist? Es ist doch so, dass wir Kommunisten die Klasse der Bourgeoisie als Klasse liquidieren wollen, nicht als Personen. Das ist doch ganz wichtig. Nicht als Personen, sondern als Klasse. Die Klasse der Bourgeoisie soll enteignet werden. Wir sollen und müssen gesellschaftliche Eigentümer werden. Also ist nicht entscheidend, den jeweiligen Geschäftsführer umzulegen, sondern der darf dann auch freundliche, friedliche Arbeit leisten. Also man sollte Trump nicht umlegen, so in klaren Worten sozusagen. Ja, natürlich nicht. Das ist doch vor allen Dingen, was ist damit erreicht? Ja, damit letztens radikalisiert man sich damit nur auf beiden Seiten. Ja. Können Sie vielleicht noch kurz sagen, was Bourgeoisie bedeutet? Das ist die Klasse der Eigentümer an den gesellschaftlichen Produktionsmitteln. Im Manifest der Kommunistischen Partei heißt das erste Kapitel Bourgeois und Proletarier. Das kann als Nachbereitung für unseren kleinen Film vielleicht mal dienen. Also ist das Gegenteil? Ein Bourgeoisie ist das Gegenteil vom Proletarier? Der Proletarier ist besitzlos? Ja. Die Bourgeoisie ist die Klasse der Eigentümer an den gesellschaftlichen Produktionsmitteln. Den gehört zum Beispiel Rheinmetall. Aber bei Rheinmetall arbeiten Leute wie wir. Die verkaufen dort die wahre Arbeitskraft. Ja. Wir gehören zur Klasse des Proletariats, auch der Reporter. Ich besitze langsam auch Dinge, ich werde langsam auch immer Bourgeois. Aber das führt nicht dazu, mein lieber Beitragchen, dass hier schon ein zweiter Angestellter kommt oder vielleicht 10 oder gar 100. Also die ganze Schneidearbeit wird langsam echt wirklich lästig. Ja, ich bin froh, dass ich da Menschen habe, die mich da unterstützen, auch wenn ich noch gar nicht genug verdiene, um die überhaupt vernünftig bezahlen zu können. Aber wir sind Freunde, Ja, natürlich. Ich werde das nie vergessen, Dennis. Wenn wir von der Bourgeoisie reden, neulich habe ich eine Zahl gehört, die... Ich weiß gar nicht, in welcher Zeitung ich sie gelesen habe. Ich habe sie dann rekonstruiert und nachgespürt. Ja, das ist offensichtlich so, dass in der BRD 555 Millionäre sind. Und zwar Dollarmillionäre. Also Leute, die nicht ihre wahre Arbeitskraft verkaufen, sondern die aufgrund ihres Eigentums eben andere ausbeuten. Ja, ausbeuten. Moment, das Wort ausbeuten. Ich habe großes Verständnis, mein Lieber. Du gehörst einer Generation an, die vieles nicht wissen kann. Ein Beispiel, ja. Also ich baue jetzt ein Haus, habe gearbeitet dafür mit anderen Menschen zusammen. Jetzt vermiete ich dieses Haus an andere Menschen und lebe von dem Einkommen. Damit bist du weiterhin noch zur Klasse des Proletariats, denn so viele Häuser musst du ja erst mal bauen können. Also, gehen wir doch vom Einfachen zum Komplizierten. Das Wort Ausbeutung merke ich schon, wo die Säge klemmt. Weißt du, was Geld ist? Ja, Geld ist, also ich bekomme Geld für erbrachte Arbeitsleistung, also Energie, die ich aufbringe, um etwas zu machen, und Zeit. Also ist im Grunde Geld nichts anderes als Energie und Zeit. Als Tauschmittel. Als Tauschmittel, ja. Der Tauschwert der Waren wird bestimmt durch die Summe der Arbeitszeit, die zu ihrer Herstellung erforderlich ist. Wir verkaufen auf dem Arbeitsmarkt auch eine Ware.
die wahre Arbeitskraft. Ja, unsere Energie, richtig. Unsere wahre Arbeitskraft verkaufen wir und sie wird ausgetauscht zum Wert. Aber jetzt kommt das, wo ich vermute, dass du leider nicht weißt, wie viel pro Tag die wahre Arbeitskraft wert ist. Rate mal. Oh, ja, unbezahlbar. Bezahlbar. Bezahlbar. Also die wahre Arbeitskraft. Wie bemisst man sowas? Wie berechnet man sowas überhaupt, die wahre Arbeitskraft? An der Menge der Waren, die zur Herstellung der wahren Arbeitskraft erforderlich ist. Essen, Trinken, Kleidung. Die Bildung ist ein Teil der Wertbildung der wahren Arbeitskraft. Und das löst sich alles auf, ne? In Arbeitszeit. Arbeitszeit. Ne? Arbeitszeit, so ein Gerät, ist Arbeitszeit. Ah. Also, das wird sonst zu ausführlich. Wir treffen uns ja nochmal. Ja, ich sag deshalb ganz kurz, die wahre Arbeitskraft ist in der BRD heute im Durchschnitt in anderthalb Stunden hergestellt. Dafür, für diese Ware, bekommen wir den Tageslohn. Also anderthalb Stunden bräuchte ich rein theoretisch nur arbeiten, um mein Leben zu erwirtschaften. Anderthalb Stunden sind notwendig, um die durchschnittliche wahre Arbeitskraft herzustellen. Essen, Trinken und so weiter. Aber es soll ja den meisten auch so erscheinen, wie das leider so erscheint, als bekämen wir unseren Tageslohn für die 8 Stunden, die wir durchschnittlich arbeiten. Wir bekommen unseren Lohn für den Wert der wahren Arbeitskraft. Das sind jene anderthalb Stunden. Und das Wesen der Ausbeutung besteht darin, dass diese 6,5 Stunden sich die Klasse der Bourgeoisie ohne Äquivalent aneignet. Aber ich bin ja selber schuld. Ich gebe mich ja nicht nur mit Essen und Trinken und Unterkunft zufrieden. Ich will ja auch noch, ein Handy haben. Ab und zu will ich auch mal schön essen gehen. Moment. Das ist ja alles richtig. Das gehört ja dazu, zur Bildung der wahren Arbeitskraft. Wir sind doch hier in Dresden. Hier sehen wir einen Großteil des Proletariats, ne, die dort sitzen und dort konsumieren. Da drüben, okay. Ja, als Beispiel. Aber ne? Ja, dann bestimmt auch der eine oder andere Besitzer dafür. Bourgeoisie? Ja, die Bourgeoisie, die Klasse der Eigentümer, diese 555.000 Millionäre. 1000, ne? 555.000 Millionäre. Das ist viel. Ich habe vorhin, glaube ich, 100, die, nur 100, ja, 550. Ich hab die 3 Nullen schon vergessen. Es ist viel, aber sie haben ja dann gesagt, Dollar-Millionäre. Und dann dachte ich, okay, das sind jetzt Leute, die leben in Deutschland und haben tatsächlich Dollar als Millionäre. Gut, dass wir es nochmal richtig gestellt haben. 550.000 Millionäre gibt es in Deutschland. 555. Also fast 1%. Ja, kann man sagen. Dieses 1% ist aber Eigentümer von allem, was uns hier umgibt. Ich sollte noch nach Wagenknecht fragen. Ach, Sauer Wagenknecht. Entscheidend ist, wie man sich objektiv verhält. Mir wäre es lieb, wenn sie auf Friedensdemos erscheint. Und ist sie das nicht? Wollen wir gerade nicht die kritisieren, die wenigstens was macht, ne? Ja, und Geld ist auch noch, habe ich auch nicht erwähnt, Geld ist auch noch das Recht am Besitz. Also Geld gibt mir das Recht, dass ich mir etwas privat zulegen darf. Ja, aber hier will ich mal als Beispiel mich nehmen. Meine Rente sind 910 Euro im Monat. Und da bin ich nicht in der Lage, mir eine Aktie zu kaufen. Oder da bin ich froh, dass ich also keine Schulden mache. Das ist wirklich nicht viel. Nee, das ist nicht viel. Also ich bin man gilt in der BRD als arm, wenn man Einkünfte unter 1.250 Euro hat. Also ich gelte auch offiziell als arm. Kann man was für Sie tun? Muss man was für Sie tun? Ja, mein lieber Weichreiter, du tust so viel für uns, indem du für den Frieden bist. Man kann immer noch mehr machen. Aber wenn wir sagen, es gibt 550.000 Millionäre, dann sind das 550 Millionen. Weil 1.000 Millionäre wären 1 Million. Moment, jetzt. Ja, ne? Jetzt haben wir so viel Dummheiten geredet. Wir haben richtig viel Dummheiten geredet. Ja. Also, mit dem 1% ist erstmal richtig. Okay. Also, 555 und 3 Nullen dahinter. Das wären 5? 555.000.
sagen wir rund eine halbe Million. Okay, das ergibt jetzt Sinn. Jetzt denke ich, ich habe es schon richtig verstanden, aber wir haben es beide mal. Ja. Wie das bei einer Live-Sache eben ist, da muss man nochmal nachfragen. Und kann ja auch nachfragen, ne? Sehr gut, dass wir so gebildet sind. Ja, dann vielen Dank für Ihre Zeit. Gibt es noch was Abschließendes, und was Sie loswerden wollen? Das Abschließende ist, warte mal, ich hab's gleich. Bleib aufrecht, das ist nicht schlecht. Habe Mut, das ist gut. Apropos, wenn wir jetzt gerade bei Slogan sind, können Sie kurz halten, ich muss auch noch was vorlesen. Ja. Und zwar habe ich Fanpost bekommen. Oh, das ist schön. Ich habe zwei Deutschlandflaggen, eine Königreich Sachsenflagge und drei Büchsen Bautzner Senf bekommen. Ja. Von einer Bautznerin, die sagt vielen, vielen Dank. Und ein selbstgestrickte Kerzenständer und noch was Gehäkeltes für den Tisch. Und da stand drauf mit der Begründung, Moment, muss ich noch vorlesen. Erstmal hier ein Smiley noch für mich das gemalt. Ist schön, ja. Und da steht drauf, warum hat der Reporter Weichreiter bei der Antifa immer eine Flasche Senf aus Bautzen dabei, damit er die Fadensprüche der Antifa gut würzen kann? Ja, ist schon Ach, wieder... Das ist klug. Ja, ist sehr nett. Auf jeden Fall vielen, schön. Vielen Dank. Ja. Mhm. Lieber Sebastian, der Senfkönig, für solche Sachen. Danke, Silvana. Danke wirklich. Ja, das ist doch schön. Ja. Wollte ich mal erwähnt haben, ja, dass es auch durchaus viele tolle Menschen in meinem Umfeld gibt. Eben, und wer sich eben. So viel Mühe gibt. Und man, ich möchte gerne dazugehören. Ja, gerne. Man kann nie genug Deutschlandflaggen haben. Und Kommunistenflaggen wahrscheinlich auch. Ja, und wir haben ja mit allem hin und her nun das endlich geklärt, was Bourgeoisie und Proletariat ist. Ja, Bourgeoisie, dass das Besitztum ist und Proletariat die Leute, die schuften müssen ohne Besitz. Ja. Gut. Ab wann ist man jetzt Bourgeoisie? Also in meiner Branche, ich habe Elektrotechnik studiert, ne, da müsstest du mindestens 80 Leute haben. Die für dich arbeiten. Ja, dann könntest du aus dem Produktionsprozess heraustreten und einer würde dann das Geschäft führen. Aber dann würdest du auch nur auf dem Durchschnittsniveau eines Proletariers leben können. Mhm. Wer macht das, der ein Geschäft, also irgendwie ein Unternehmen hat mit 80 Leuten, da sind in der Regel die Leute noch dabei. Okay. Aber von BlackRock, da gibt es Leute, die wissen nicht einmal, von wo sie ihr Geld bekommen. Und man muss aber auch mal bei allem Hass und allem, was man auf BlackRock einprügelt, es gibt sogar eine gute Sache, die BlackRock macht, nämlich hat sie für viele Menschen, für viele aus dem Mittelstand bis kleinen Bereich, Möglichkeiten geschaffen, in Aktien zu investieren für kleines Geld und hat damit auch Wohlstand geschaffen. Wie dieses Geld letzten Endes erschaffen worden ist, sicherlich sehr fragwürdig, aber es fließt doch zum Teil in arme Leute. Es ist eine Methode. Hier erwähne ich nochmal das Manifest der Kommunistischen Partei. Da gibt es ein Kapitel, das heißt der Bourgeois-Sozialismus. Im Internet ist das ganz leicht zu finden. Und dieser Bourgeois-Sozialismus, das ist jetzt die Kurzform, besteht darin, dass die Bourgeoisie uns einredet, dass sie für uns da ist. Okay, ihr habt noch einer nachgefragt. Wir haben ja gesagt, Sie haben Elektrotechnik studiert. Ja? Ja. Was haben Sie falsch gemacht? Ich kenne Leute, die haben dasselbe studiert, mit fetter Villa aber heute. Haben Sie Ihr ganzes Geld gespendet? Ja, ich hab in der DDR tatsächlich viel Geld gespendet. Ja. Und zwar von meinem Lohn habe ich immer 100 Mark der DDR gespendet für Solidarität. Aber das war auch leicht möglich, weil meine Miete 48 Mark 60 waren. Ne? Und gute alte Zeit. Weiß ich was. Mein Stipendium waren 273 Mark. Die Unterkunft kostete 10 Mark. Das musst du dir so vorstellen, so ein Zimmer mit Bettwäschetausch, so wie so ein Hotel. Mm. Also ich habe tatsächlich am Monatsende als Student nie also irgendwie noch arbeiten müssen, wie sehr viele Studenten heute. Es ist heute für Studenten geradezu typisch, dass sie noch irgendeinen blödsinnigen Job machen, bloß um ihre Miete zu bezahlen, um hinzukommen. Aber was hast du falsch gemacht? Der
Klassencharakter der Lohnarbeit, das wäre, mein Lieber, das wäre noch ein großes Thema. Das, da könnten wir noch. Jetzt, wir können wahrscheinlich sowieso noch jahrelang reden hier. Ja. Entscheidend ist doch, was ich richtig gemacht habe. Ich bin immer konsequent für den Frieden eingetreten. Mein letztes Heft hat die Überschrift Frieden ohne Wenn und Aber. So, jetzt die allerletzte Frage. Ich verspreche es. Frag ihn mal bitte, warum nicht jeder in der DDR studieren durfte. Ja, weil nicht jeder die Voraussetzungen hatte, dieses Studium zu beginnen. Ne? Also wer schlechte Zensuren hatte, der konnte nicht studieren. Verstehe ich nicht. Ja, also, sollte doch jeder studieren dürfen. Naja, aber du musst doch dann das klar, Studium auch bestehen. Man sollte es auch bestehen. Guck mal, aber es hört sich immer so schön an. Ich habe das und das studiert, aber ich habe es halt nicht abgeschlossen. Die Regierung, weißt du ja, die Regierung, da haben auch welche angefangen zu studieren. Ne? Ja, das ist stimmt, das ist ein wichtiger Aspekt. Ich habe natürlich mein Direktstudium abgeschlossen und habe dann noch mal ein Fernstudium gemacht, das ich auch abgeschlossen habe. Ich soll Sie noch fragen, an wen Sie gespendet haben. Sie haben ja gesagt, Sie haben viel gespendet früher. Ja, für die Jüngeren wird der Vietnamkrieg noch sehr bekannt sein. Und 1975 war er erst zu Ende. Ne? Also die damalige Solidaritätsbewegung war zu einem großen Teil für Vietnam. Dann später, also Aufbauhilfe sozusagen für das völlig zerbombte Land. Ja, okay. Dann später, weißt du, was am 13. September 1971 war? Nein. Da war der Putsch in Chile. Es gibt noch einen anderen 13. September. Na, Pinochet, unterstützt von den USA, von den CIA, hat dort einen Putsch organisiert und durchgeführt. Dort wurde eine Regierung gestürzt. Die Allende-Regierung. Dr. Salvador Allende war von der Sozialistischen Partei. In dieser Unidad Popular waren 5 Parteien dabei, zum Beispiel auch die Christliche Partei. Ne? Das musst du noch mal nachholen. Auf jeden Fall gab es immer Gründe und gibt es Gründe. Ich will zum Schluss wenigstens noch Kuba erwähnen. Okay, ja, das. Vielen Dank für Ihre Zeit. Hat doch noch ein bisschen länger gedauert. Entschuldige, dass es noch ein paar mehr Fragen gewogen sind. Gerne wieder. Nein, wir gehören doch zusammen, mein Lieber. Wir sind alle eins. Für den Frieden. Damit kann man ohne jeden abholen. Wenn und Aber.